1994. Unter dem Schatten seines Mondes Europa vollzieht sich auf Jupiter ein urgewaltiges Schauspiel. Der Riesenplanet liegt unter Beschuss. Unzählige Bruchstücke eines Kometen rasen mit einer Geschwindigkeit von fast 150 Kilometern pro Sekunde auf Jupiter zu. Wie gebannt beobachten Wissenschaftler das Geschehen, denn zum ersten Mal ist es ihnen gelungen, eine kosmische Katastrophe exakt vorauszusagen. Für Jupiter, der 1300 Mal größer ist als die Erde, waren das nur Nadelstiche. Doch hätte nur ein einziger der großen Kometentrümmer die Erde getroffen, wäre es zu einer Katastrophe gekommen. Kaum vorstellbar, was alles geschehen könnte, wenn ein Felsbrocken mit einem Durchmesser von knapp 5 Kilometern aus dem All in den Golf von Mexiko stürzen würde. Vor 65 Millionen Jahren ist die Erde wahrscheinlich von einem doppelt so großen Geschoss getroffen worden. Das ist zwar nur eine Theorie, aber viele Wissenschaftler glauben, dass eine solche Katastrophe einst das Leben auf der Erde in seiner Entwicklung bedeutend zurückgeworfen und die Herrschaft der Dinosaurier beendet hat. Auch heute noch schwirren unzählige Gesteinsbrocken durch den Weltraum. Würde auf der Erde ein solches Bruchstück einschlagen, etwa von der Größe eines mehrgeschossigen Wohnhauses, so hätte das die gleiche katastrophale Wirkung wie die Explosion mehrerer Atombomben. Für Amerikas Nordosten würde das bedeuten, totale Zerstörung von Boston bis nach Washington. Dieser Krater entstand durch einen Kometeneinschlag. Er wurde vor 200.000 Jahren in den australischen Busch getrieben. Von Rand zu Rand misst er fast einen Kilometer. Er ist das Werk eines Felsbrockens aus dem All, der nur wenig größer war als ein Haus. Zahllose solcher Krater bedecken unseren Erdball wie Narben. Doch viele werden nicht erkannt. Ihre typischen Merkmale sind durch Pflanzenwuchs verdeckt oder durch Erosion verändert. Viele liegen verborgen unter der Meeresoberfläche. Die Ruhe und Unendlichkeit des Himmels lässt solche tödlichen Treffer unwirklich erscheinen. Doch der Kosmos ist erfüllt von Gewalt, von Energieausbrüchen, mit denen verglichen Katastrophen auf der Erde unbedeutend erscheinen. Unsere Galaxie ist die Heimat von aber 100 Millionen Sternen. Einige, wie unsere Sonne, führen ein Eigenleben. Andere sammeln sich zu riesigen Sternhaufen. Und dort, wo sie sich zusammenballen, kann es immer zu Katastrophen kommen. Wie gute Gefährten kommen die meisten Doppelsterne miteinander aus. Doch wenn einer von beiden ein Zwergstern ist, kann es zu einem Feuerwerk kommen. Diese Aufnahme des Raumteleskops Hubble zeigt ein solches Aufflammen. Der Verursacher, der Schuldige, ist ein dichter weißer Zwerg. Durch seine Superschwerkraft zieht der Zwerg so viel Materie vom großen Stern an sich, dass er auseinanderbirst. Dank seiner starken Optik fing das Hubble-Teleskop 1992 aus einer weit entfernten Erdumlaufbahn die Nachwirkungen einer solchen Explosion ein. Ein Ring von Sterntrümmern schießt nach außen weg in den Weltraum. Astronomen nennen so etwas eine Nova. Dichte, massereiche Zwerge im Gespann mit Riesensternen erleiden ständig Nova-Eruptionen. Dabei sammelt sich jedes Mal mehr Materie um den Zwergstern, bis es zur Katastrophe kommt, einer Nova-Explosion. Unsere Galaxie ist übersät mit den Nachwirkungen von Katastrophen. Bruchstücke uralter Sterne sind über Lichtjahre hinweg überall im Weltraum verstreut.
1987 wurden Astronomen hoch in den chilenischen Anden Zeugen einer solchen Katastrophe. In der klaren Höhenluft waren am südlichen Himmel deutlich zwei dünne Lichtflecken zu erkennen. Die Magellanschen Wolken, zwei Galaxien, die mit unserer Milchstraße ein Dreiersystem bilden. In der größeren Wolke, 170.000 Lichtjahre von uns entfernt, flammte etwas auf. Ein vorher matter Stern entwickelte sich plötzlich zum hellsten Punkt am Himmel. Zum ersten Mal seit Erfindung des Teleskops hatten Astronomen nahe unserer eigenen Galaxie eine Supernova gefunden. Aus Südamerika ging die Nachricht auf schnellstem Wege an das Observatorium von New South Wales in Australien. Hier stand den Wissenschaftlern einer der besten und effektivsten Aussichtspunkte auf der Erde zur Verfügung. Und genau dieses Ereignis nahmen sie unter die Lupe. Ein riesiger blauer Stern war explodiert. Ein Effekt wie von einem kosmischen Blitzlicht. Einige Monate nach der Explosion fingen die Australier ein weiteres außerordentliches Bild ein. Konzentrische Ringe, Lichtschalen, die nach außen gerichtet durch die Galaxie rasten. Die Ringe illuminierten die Materie zwischen den Sternen, wodurch auf dem Bild eine dreidimensionale Wirkung entstand. Diese Zeitrafferaufnahmen zeigen die einzelnen Phasen der Explosion der Supernova. Auf diesem Hubble-Foto ist der rote Staub der Explosion zu sehen. Der gelbe Ring besteht aus Materie, die bereits vor der Explosion ausgestoßen wurde. Wodurch wird eine Supernova ausgelöst? Den Großteil seines Lebens brennt ein Riesenstern stetig und hell. Die Energie dafür gewinnt er, indem er in Kernreaktionen Wasserstoff in Helium umwandelt, danach Helium in Kohlenstoff und so weiter in immer schwerere Elemente. Schließlich, wenn sich Eisen bildet, hört die Kernreaktion auf. Die Schwerkraft nimmt überhand, der Kern fällt in sich zusammen und der Superstern explodiert. Während die Masse der Materie sich im Weltraum verteilt, bleibt oft ein Rest zurück. Daraus entsteht ein winziger Neutronenstern, ein Pulsar, dessen Masse so dicht ist, dass ein winziges Körnchen seiner Materie 1 Million Tonnen wiegt. Er dreht sich viele Male pro Sekunde um sich selbst und strahlt dabei Energie aus wie ein himmlischer Leuchtturm. Die viel größeren Supersterne aber enden auf andere Weise. Irgendwann einmal fällt ein solcher Riesenstern in sich zusammen. Es entsteht ein schwarzes Loch. Kann man einen Stern ausmachen, bevor er zu einer Supernova wird? Dieser hier ist ein erstklassiger Kandidat für ein solches Ereignis. Astronomen nennen ihn Eta Carina. Diese vergrößerte Nahaufnahme durch das australische Teleskop deutet auf eine bevorstehende Katastrophe hin. Und dieses Foto von Hubble bestätigt das. Die sich aufblähenden, wolkenartigen Gebilde, die einer Supernova vorausgehen, kündigen das nahende Ereignis an. Wenn Eta Carina tatsächlich explodiert, könnte er ebenso hell an unserem Himmel erscheinen wie der Vollmond. Aber bei einer Entfernung von 4000 Lichtjahren wird er glücklicherweise der Erde nicht schaden können. Ob die Entwicklung unseres Planeten einst von der Umwandlung nahegelegener, uralter Sterne zu Supernovas beeinflusst wurde, ist nicht gewiss. Aber wie dem auch sei, auf der kosmischen Skala ist die Entstehung einer Supernova immer nur eine kleine, örtlich beschränkte Katastrophe. Wenn man in das Zentrum von Galaxien vorstoßen könnte, vielleicht sogar in das unserer eigenen, würde man immer auf große Katastrophen treffen. Im Verlauf von Abermillionen Jahren verschlingen schwarze Löcher Tausende von Sternen. Überall im Universum stoßen ganze Galaxien zusammen und zerreißen sich gegenseitig.
Die letzte endgültige Katastrophe jedoch kann noch Milliarden Jahre auf sich warten lassen. Irgendwann, so glauben viele Astronomen, wird unserem sich ständig ausdehnenden Universum die Energie ausgehen. Es wird innehalten und die Bewegung wird sich umkehren. Vom großen Urknall führt der Weg zurück zum großen Zusammenfall. Vielleicht haben kosmische Katastrophen auch ihre Spuren in unserem Planetensystem zurückgelassen. Der Mond, dieser öde kleine Begleiter des blauen Planeten Erde, ist möglicherweise aus einer solchen Katastrophe geboren worden. Ist so vielleicht das Produkt eines kosmischen Zusammenstoßes. So stellt sich das Ereignis auf dem Computer dar. Die Erde wird von einem Objekt von der Größe des Mars getroffen. In dem darauffolgenden kosmischen Wirbel entsteht der Mond. Er formt sich aus Materie, die bei dem Zusammenstoß in den Weltraum geschleudert wurde. Im Verlauf der nächsten 250 Millionen Jahre entwickelte er sich zu dem Trabanten, der heute die Erde umkreist. So könnte es gewesen sein. Der Zusammenstoß der Erde mit einem riesigen Objekt wurde zur Geburtsstunde des Mondes. In diesen frühen Zeiten war das ganze Sonnensystem unter ständigem, schwerem kosmischem Beschuss. Katastrophen waren die Regel. Der Mond war keine Ausnahme. Einschläge überzogen seine geschmolzene Oberfläche mit Kratern. Aber auch nachdem er abkühlte, wurde die neue Kruste ständig weiter verändert. Immer wieder schlugen kosmische Trümmer auf und sprengten riesige Krater in die Mondoberfläche. Später füllten sich die Krater mit Lava, die aus dem Innern aufstieg. Sie verfestigte sich und bildete die weiten, dunklen Täler, die heute den Mond überziehen. Die sogenannten Mondseen, die Mare. Unser Mond hat zwei Gesichter. Die Seite, die der Erde ständig verborgen bleibt, ist dicht mit Kratern bedeckt und von hellen Hochlandregionen geprägt. Und das Gesicht, das wir von der Erde aus sehen, ebenfalls mit Kratern übersät, ist gekennzeichnet von dunklen Ebenen, den Maren. Aus der Nähe betrachtet sind das die Abdrücke zahlreicher Katastrophen, die unseren Mond geformt haben. Frei von Erosion durch Wind und Wasser ist dies die ursprüngliche Aufzeichnung einer langen, urgewaltigen Vergangenheit. Das hier ist Ganymed, der größte der 16 Jupitermonde, zerklüftet und geformt in der frühen Geschichte des Universums. Und das ist der Mond Triton, der auf der zweiten Außenbahn den Planeten Neptun umkreist. Er ist geologisch gesehen noch jung und hat eine kompakte, glatte Oberfläche. Die Hinterlassenschaft einer Katastrophe. Ein massiver Einschlagkrater auf Mimas, einem eisigen Mond des Saturn. Wäre das Geschoss größer gewesen, würde Mimas nicht mehr existieren. Einige Astronomen gehen davon aus, dass auf dem Uranus einst ein solch gewaltiger Einschlag stattgefunden hat, dass der riesige Planet um 98 Grad aus der Achse geworfen wurde. Eine solche Katastrophe könnte erklären, warum der Uranus als einziger Planet im Laufe seines Jahres einmal mit dem Nordpol und einmal mit dem Südpol zur Sonne weist. Dabei könnten auch diese Ringe aus dem Staub vergangener, uralter Monde entstanden sein. Zodiakallicht. Nächtliche Lichterscheinungen über den Stellen des Sonnenauf- und Untergangs entsteht durch interplanetaren Staub, der von der Sonne illuminiert wird. Manchmal kann man es von den Tropen aus sehen. Solcher Staub wird von Kometen hinterlassen. Wenn die Erdumlaufbahn den Weg eines Kometen kreuzt, stößt dessen Staub mit der Erde zusammen. Winzige Teile verglühen in der oberen Atmosphäre. Das sind die Sternschnuppen. Doch nicht alle Objekte, die unseren Weg kreuzen, sind klein.
Erst kürzlich freigegebene Informationen haben eine besorgniserregende Tatsache offengelegt. In die Erdatmosphäre dringt statistisch gesehen einmal pro Monat ein Eisklotz aus dem Weltraum ein, der einen Durchmesser von mindestens 9 Metern hat. Diese Tatsache wurde lange geheim gehalten, da die Auswirkungen denen von Atomexplosionen in großer Höhe sehr ähnlich sind. In der Tat ist der erdnahe Raum von kosmischen Trümmern übersät. Es gibt in unserer Nähe mehr Asteroiden und Kometenbrocken, als Wissenschaftler bislang vermutet hatten. Doch nur Brocken mindestens von der Größe eines Bürohauses überstehen den Weg durch die Atmosphäre bis zum Erdboden, ohne zu verglühen. Der Wolf Creek Krater in Australien mit fast 1 Kilometer Durchmesser. Er entstand durch den Einschlag eines Meteoriten, der kaum größer als ein Haus war. Noch heute findet man Bruchstücke des ursprünglichen Geschosses. Das geschah lange bevor der Mensch hier erschien, lange bevor die ersten Aborigines dieses himmlische Zeichen erblickten. Erhalten durch die trockene Hitze des Busches bleibt der Wolf Creek Krater ein Zeugnis kosmischer Energie, einer Katastrophe, die vor 200.000 Jahren hier stattfand. Arizona. Eine weitere kosmische Narbe in der Wüste. Der Meteorkrater ist etwas größer als der Wolf Creek Krater, aber erst 50.000 Jahre alt. Er ist so gut erhalten wie ein Krater auf dem Mond, durch das hier vorherrschende extrem trockene Klima. Es ist unvorstellbar, was ein Geschoss aus dem Weltraum anrichten könnte, wenn es statt in der leeren Wüste heute in eine Stadt einschlagen würde. Und niemand weiß genau, was in unserer Richtung unterwegs ist. Wir sind den Myriaden an Felsbrocken, die zwischen den Planeten wirbeln, nahezu wehrlos ausgeliefert. Wir können nichts weiter tun, als wachsam sein. Kitt Peak, Arizona. Hier durchforschen Astronomen mit einem Weltraumteleskop allnächtlich den Himmel nach möglichen Bedrohungen unseres Planeten. Beobachter verfolgen Kometen und Asteroide, alles was dicht an der Erde vorbei oder möglicherweise direkt auf sie zufliegen könnte. Dieser Asteroid, hier auf dem Radar bildlich dargestellt, wurde als Beinahe-Einschlag registriert. Und dieses Gebilde auch. Der Asteroid Tutatus. Möglicherweise sind es 2 Bruchstücke. Sie sind in einer Entfernung von nur wenigen Millionen Kilometern an der Erde vorbeigeflogen. Bei entsprechender Vorwarnung wäre die Menschheit zukünftig vielleicht in der Lage, Katastrophen abzuwenden. Sollte ein Objekt die Erde bedrohen, könnte man in Erwägung ziehen, es aufzuhalten. Eventuell könnte eine Rakete an einen Kometen oder einen Asteroiden angekoppelt werden und seine Flugbahn von der Erde ablenken. Juli 1994. Eine riesige, mit flüssigem Stickstoff gekühlte Infrarotkamera wird zur Aufnahme bereitgemacht. Die Kamera wird auf Hitzequellen eingestellt, die sich auf der anderen Seite des Sonnensystems befinden. Sie wird an Mighty Keck, das größte Teleskop der Welt, angeschlossen. Mithilfe einer Vielzahl von Instrumenten auf einem Berggipfel auf Hawaii konzentrieren sich Astronomen auf den Planeten Jupiter. Die Astronomen erwarteten eine Reihe von kosmischen Katastrophen. Die ersten, die in der Geschichte ihrer Wissenschaft vorhergesagt werden konnten. Der Komet Shoemaker-Levy 9 hatte Kurs auf den riesigen Jupiter genommen.
Genauso wie die Wissenschaftler es vorausberechnet hatten, stürzten 20 oder mehr Fels- und Eisbrocken auf den riesigen Planeten. Sie waren so groß wie Berge. Die enorme Schwerkraft des Planeten hatte in seiner Umlaufbahn den Kometen Shoemaker-Levy eingefangen und ihn in Stücke zerrissen. Jetzt stürzten die Brocken auf den Jupiter. Nur über die Raumsonde Galileo, die auf dem Weg zum Jupiter war, konnte man das Schauspiel direkt verfolgen. In dieser Aufzeichnung der Sonde ist der Einschlag des letzten großen Brockens zu sehen. Ein Feuerball erhob sich über Jupiters Horizont. Durch das Keck-Teleskop war ein weiterer Einschlag zu erkennen. Wieder zeigte er sich als eine fast 1000 Kilometer hohe Feuersäule. Dies ist eine Explosion mit der Kraft von mehreren Millionen Megatonnen Sprengstoff. Innerhalb von Minuten raste der Kataklysmus nach außen über die Oberfläche des Jupiter hinweg. Die Schockwelle erfasste ein Gebiet so groß wie die gesamte Fläche der Erde. Noch Monate nach dem Einschlag der Kometentrümmer zeigte Jupiter so offensichtliche Narben, dass man sie sogar durch ein kleines Teleskop erkennen konnte. Aber Jupiter konnte das ertragen. Der Planet besteht aus dichtem Gas. Die Wucht der Einschläge wurde dadurch gewaltig reduziert. Wenn das größte Bruchstück des Shoemaker-Levy die Erde getroffen hätte, wäre es dagegen zu gewaltigen Zerstörungen gekommen. Wahrscheinlich hat es eine solche Katastrophe sogar schon einmal gegeben. Mithilfe eines neuen und besonders effektiven Radarsystems hat diese Raumfähre einen unerwarteten Hinweis auf ein gewaltiges Ereignis in der Vergangenheit der Erde gefunden. Das Radar der Fähre, das selbst durch dichte Wolken bis tief in den Erdboden hineinschauen kann, ist zu einem Werkzeug der Astroarchäologie geworden. Es hat Bilder hervorgebracht von Teilen eines Kraters, der vor 65 Millionen Jahren entstand. In jener Zeit, als die Dinosaurier von der Erde verschwanden. Der Krater liegt an der Spitze der heutigen Yucatan-Halbinsel in Mexiko. Hier, so glauben viele Wissenschaftler, stürzte ein Asteroid auf die Erde, der einen Durchmesser von ca. 8 Kilometern hatte. Zusammen mit vielen anderen Lebewesen verschwanden auch die Dinosaurier. So jedenfalls lautet die Theorie. Wäre nicht plötzlich solch eine Katastrophe eingetreten, könnten die Dinosaurier möglicherweise immer noch die Welt beherrschen. Die Säugetiere wären bedeutungslos geblieben und den Menschen hätte es nie gegeben. Wie man sieht, kann eine kosmische Katastrophe für die einen gleichzeitig ein Segen des Himmels für die anderen sein. An das Observatorium von New South Wales in Australien. Hier stand den Wissenschaftlern einer der besten und effektivsten Aussichtspunkte auf der Erde zur Verfügung. Und genau dieses Ereignis nahmen sie unter die Lupe. Ein riesiger blauer Stern war explodiert. Ein Effekt wie von einem kosmischen Blitzlicht.
Einige Monate nach der Explosion fingen die Australier ein weiteres außerordentliches Bild ein. Konzentrische Ringe, Lichtschalen, die nach außen gerichtet durch die Galaxie rasten. Die Ringe illuminierten die Materie zwischen den Sternen, wodurch auf dem Bild eine dreidimensionale Wirkung entstand. Diese Zeitrafferaufnahmen zeigen die einzelnen Phasen der Explosion der Supernova. Auf diesem Hubble-Foto ist der rote Staub der Explosion zu sehen. Der gelbe Ring besteht aus Materie, die bereits vor der Explosion ausgestoßen wurde. Wodurch wird eine Supernova ausgelöst? Den Großteil seines Lebens brennt ein Riesenstern stetig und hell. Die Energie dafür gewinnt er, indem er in Kernreaktionen Wasserstoff in Helium umwandelt, danach Helium in Kohlenstoff und so weiter in immer schwerere Elemente. Schließlich, wenn sich Eisen bildet, hört die Kernreaktion auf. Die Schwerkraft nimmt überhand, der Kern fällt in sich zusammen und der Superstern explodiert. Während die Masse der Materie sich im Weltraum verteilt, bleibt oft ein Rest zurück. Daraus entsteht ein winziger Neutronenstern, ein Pulsar, dessen Masse so dicht ist, dass ein winziges Körnchen seiner Materie 1 Million Tonnen wiegt. Er dreht sich viele Male pro Sekunde um sich selbst und strahlt dabei Energie aus wie ein himmlischer Leuchtturm. Die viel größeren Supersterne aber enden auf andere Weise. Irgendwann einmal fällt ein solcher Riesenstern in sich zusammen. Es entsteht ein schwarzes Loch. Kann man einen Stern ausmachen, bevor er zu einer Supernova wird? Dieser hier ist ein erstklassiger Kandidat für ein solches Ereignis. Astronomen nennen ihn Eta Carina. Diese vergrößerte Nahaufnahme durch das australische Teleskop deutet auf eine bevorstehende Katastrophe hin. Und dieses Foto von Hubble bestätigt das. Die sich aufblähenden, wolkenartigen Gebilde, die einer Supernova vorausgehen, kündigen das nahende Ereignis an. Wenn Eta Carina für Jupiter, der 1300 Mal größer ist als die Erde, waren das nur Nadelstiche. Doch hätte nur ein einziger der großen Kometentrümmer die Erde getroffen, wäre es zu einer Katastrophe gekommen. Kaum vorstellbar, was alles geschehen könnte, wenn ein Felsbrocken mit einem Durchmesser von knapp 5 Kilometern aus dem All in den Golf von Mexiko stürzen würde. Vor 65 Millionen Jahren ist die Erde wahrscheinlich von einem doppelt so großen Geschoss getroffen worden. Das ist zwar nur eine Theorie, aber viele Wissenschaftler glauben, dass eine solche Katastrophe einst das Leben auf der Erde in seiner Entwicklung bedeutend zurückgeworfen und die Herrschaft der Dinosaurier beendet hat. Auch heute noch schwirren unzählige Gesteinsbrocken durch den Weltraum. Würde auf der Erde ein solches Bruchstück einschlagen, etwa von der Größe eines mehrgeschossigen Wohnhauses, so hätte das die gleiche katastrophale Wirkung wie die Explosion mehrerer Atombomben. Für Amerikas Nordosten würde das bedeuten, totale Zerstörung von Boston bis nach Washington. Dieser Krater entstand durch einen Kometeneinschlag. Er wurde vor 200.000 Jahren in den australischen Busch getrieben. Von Rand zu Rand misst er fast 1 Kilometer. Er ist das Werk eines Felsbrockens aus dem All, der nur wenig größer war als ein Haus. Zahllose solcher Krater bedecken unseren Erdball wie Narben. Doch viele werden nicht erkannt. Ihre typischen Merkmale sind durch Pflanzenwuchs verdeckt oder durch Erosion verändert. Viele liegen verborgen unter der Meeresoberfläche. Die Ruhe und Unendlichkeit des Himmels lässt solche tödlichen Treffer unwirklich erscheinen. Doch der Kosmos ist erfüllt von Gewalt, von Energieausbrüchen, mit denen verglichen Katastrophen auf der Erde unbedeutend erscheinen. Unsere Galaxie ist die Heimat von aber 100 Millionen Sternen. Einige, wie unsere Sonne, führen ein Eigenleben.
Andere sammeln sich zu riesigen Sternhaufen. Und dort, wo sie sich zusammenballen, kann es immer zu Katastrophen kommen. Wie gute Gefährten kommen die meisten Doppelsterne miteinander aus. Doch wenn einer von beiden ein Zwergstern ist, kann es zu einem Feuerwerk kommen. Diese Aufnahme des Raumteleskops Hubble zeigt ein solches Aufflammen. Der Verursacher, der Schuldige, ist ein Dichtwurde, ist nicht gewiss. Aber wie dem auch sei, auf der kosmischen Skala ist die Entstehung einer Supernova immer nur eine kleine, örtlich beschränkte Katastrophe. Wenn man in das Zentrum von Galaxien vorstoßen könnte, vielleicht sogar in das unserer eigenen, würde man immer auf große Katastrophen treffen. Im Verlauf von Abermillionen Jahren verschlingen schwarze Löcher Tausende von Sternen. Überall im Universum stoßen ganze Galaxien zusammen und zerreißen sich gegenseitig. Die letzte endgültige Katastrophe jedoch kann noch Milliarden Jahre auf sich warten lassen. Irgendwann, so glauben viele Astronomen, wird unserem sich ständig ausdehnenden Universum die Energie ausgehen. Es wird innehalten und die Bewegung wird sich umkehren. Vom großen Urknall führt der Weg zurück zum großen Zusammenfall. Vielleicht haben kosmische Katastrophen auch ihre Spuren in unserem Planetensystem zurückgelassen. Der Mond, dieser öde kleine Begleiter des blauen Planeten Erde, ist möglicherweise aus einer solchen Katastrophe geboren worden. Ist so vielleicht das Produkt eines kosmischen Zusammenstoßes. So stellt sich das Ereignis auf dem Computer dar. Die Erde wird von einem Objekt von der Größe des Mars getroffen. In dem darauffolgenden kosmischen Wirbel entsteht der Mond. Er formt sich aus Materie, die bei dem Zusammenstoß in den Weltraum geschleudert wurde. Im Verlauf der nächsten 250 Millionen Jahre entwickelte er sich zu dem Trabanten, der heute die Erde umkreist. So könnte es gewesen sein. Der Zusammenstoß der Erde mit einem riesigen Objekt wurde zur Geburtsstunde des Mondes. In diesen frühen Zeiten war das ganze Sonnensystem unter ständigem, schwerem kosmischem Beschuss. Katastrophen waren die Regel. Der Mond war keine Ausnahme. Einschläge überzogen seine geschmolzene Oberfläche mit Kratern. Aber auch nachdem er abkühlte, wurde die neue Kruste ständig weiter verändert. Immer wieder schlugen kosmische Trümmer auf und sprengten riesige Krater in die Mondoberfläche. Später füllten sich die Krater mit Lava, die aus dem Innern aufstieg. Sie verfestigte sich und bildete die weiten, dunklen Täler, die heute den Mond überziehen. Die sogenannten Mondseen, die man übersät. Es gibt in unserer Nähe mehr Asteroiden und Kometenbrocken, als Wissenschaftler bislang vermutet hatten. Doch nur Brocken mindestens von der Größe eines Bürohauses überstehen den Weg durch die Atmosphäre bis zum Erdboden, ohne zu verglühen. Der Wolf Creek Krater in Australien mit fast einem Kilometer Durchmesser. Er entstand durch den Einschlag eines Meteoriten, der kaum größer als ein Haus war. Noch heute findet man Bruchstücke des ursprünglichen Geschosses. Das geschah lange bevor der Mensch hier erschien, lange bevor die ersten Aborigines dieses himmlische Zeichen erblickten. Erhalten durch die trockene Hitze des Busches bleibt der Wolf Creek Krater ein Zeugnis kosmischer Energie, einer Katastrophe, die vor 200.000 Jahren hier stattfand. Thank you.
Arizona. Eine weitere kosmische Narbe in der Wüste. Der Meteorkrater ist etwas größer als der Wolf Creek Krater, aber erst 50.000 Jahre alt. Er ist so gut erhalten wie ein Krater auf dem Mond, durch das hier vorherrschende extrem trockene Klima. Es ist unvorstellbar, was ein Geschoss aus dem Weltraum anrichten könnte, wenn es statt in der leeren Wüste heute in eine Stadt einschlagen würde. Und niemand weiß genau, was in unserer Richtung unterwegs ist. Wir sind den Myriaden an Felsbrocken, die zwischen den Planeten wirbeln, nahezu wehrlos ausgeliefert. Wir können nichts weiter tun, als wachsam sein. Kitt Peak, Arizona. Hier durchforschen Astronomen mit einem Weltraumteleskop allnächtlich den Himmel nach möglichen Bedrohungen unseres Planeten. Beobachter verfolgen Kometen und Asteroide, alles, was dicht an der Erde vorbei oder möglicherweise direkt auf sie zufliegen könnte. Dieser Asteroid, hier auf dem Radar bildlich dargestellt, wurde als Beinahe-Einschlag registriert. Und dieses Gebilde auch. Der Asteroid Tutatus. Arizona. Eine weitere kosmische Narbe in der Wüste. Der Meteorkrater ist etwas größer als der Wolf Creek Krater, aber erst 50.000 Jahre alt. Er ist so gut erhalten wie ein Krater auf dem Mond, durch das hier vorherrschende extrem trockene Klima. Es ist unvorstellbar, was ein Geschoss aus dem Weltraum anrichten könnte, wenn es statt in der leeren Wüste heute in eine Stadt einschlagen würde. Und niemand weiß genau, was in unserer Richtung unterwegs ist. Wir sind den Myriaden an Felsbrocken, die zwischen den Planeten wirbeln, nahezu wehrlos ausgeliefert. Wir können nichts weiter tun, als wachsam sein. Kitt Peak, Arizona. Hier durchforschen Astronomen mit einem Weltraumteleskop allnächtlich den Himmel nach möglichen Bedrohungen unseres Planeten. Beobachter verfolgen Kometen und Asteroide, alles, was dicht an der Erde vorbei oder möglicherweise direkt auf sie zufliegen könnte. Dieser Asteroid, hier auf dem Radar bildlich dargestellt, wurde als Beinahe-Einschlag registriert. Und dieses Gebilde auch. Der Asteroid Tutatus. Möglicherweise sind es zwei Bruchstücke. Sie sind in einer Entfernung von nur wenigen Millionen Kilometern an der Erde vorbeigeflogen. Bei entsprechender Vorwarnung wäre die Menschheit zukünftig vielleicht in der Lage, Katastrophen abzuwenden. Sollte ein Objekt die Erde bedrohen, könnte man in Erwägung ziehen, es aufzuhalten. Eventuell könnte eine Rakete an einen Kometen oder einen Asteroiden angekoppelt werden und seine Flugbahn von der Erde ablenken. Juli 1994. Eine riesige, mit flüssigem Stickstoff gekühlte Infrarotkamera wird zur Aufnahme bereitgemacht. Die Kamera wird auf Hitzequellen eingestellt, die sich auf der anderen Seite des Sonnensystems befinden. Sie wird an Mighty Keck, das größte Teleskop der Welt, angeschlossen. Mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten auf einem Berggipfel auf Hawaii konzentrieren sich Astronomen auf den Planeten Jupiter. Interplanetaren Staub, der von der Sonne illuminiert wird. Manchmal kann man es von den Tropen aus sehen. Solcher Staub wird von Kometen hinterlassen. Wenn die Erdumlaufbahn den Weg eines Kometen kreuzt, stößt dessen Staub mit der Erde zusammen. Winzige Teile verglühen in der oberen Atmosphäre. Das sind die Sternschnuppen. Doch nicht alle Objekte, die unseren Weg kreuzen, sind klein.
Erst kürzlich freigegebene Informationen haben eine besorgniserregende Tatsache offengelegt. In die Erdatmosphäre dringt statistisch gesehen einmal pro Monat ein Eisklotz aus dem Weltraum ein, der einen Durchmesser von mindestens 9 Metern hat. Diese Tatsache wurde lange geheim gehalten, da die Auswirkungen denen von Atomexplosionen in großer Höhe sehr ähnlich sind. In der Tat ist der erdnahe Raum von kosmischen Trümmern übersät. Es gibt in unserer Nähe mehr Asteroiden und Kometenbrocken, als Wissenschaftler bislang vermutet hatten. Doch nur Brocken mindestens von der Größe eines Bürohauses überstehen den Weg durch die Atmosphäre bis zum Erdboden, ohne zu verglühen. Der Wolf Creek Krater in Australien mit fast 1 Kilometer Durchmesser. Er entstand durch den Einschlag eines Meteoriten, der kaum größer als ein Haus war. Noch heute findet man Bruchstücke des ursprünglichen Geschosses. Das geschah lange bevor der Mensch hier erschien, lange bevor die ersten Aborigines dieses himmlische Zeichen erblickten. Erhalten durch die trockene Hitze des Busches bleibt der Wolf Creek Krater ein Zeugnis kosmischer Energie, einer Katastrophe, die vor 200.000 Jahren hier stattfand. Arizona, eine weitere kosmische Narbe in der Wüste. Der Meteorkrater ist etwas größer als der Wolf Creek Krater, aber erst 50.000 Jahre alt. Er ist so gut erhalten wie ein Krater auf dem Mond, durch das hier vorherrschende extrem trockene Klima. Es ist unvorstellbar.